Jemand, der sich so gar keine Gedanken macht über Nachhaltigkeit und CO2-Ausstoß, das ist natürlich der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, der Samba-Trump. Manche sagen auch der Depp von Ipanema. Sagen manche. Ich zum Beispiel. Der lässt den Regenwald am Amazonas abholzen und das, obwohl der Regenwald für den Fortbestand der Erde unverzichtbar ist. Ich sag's nur ungern, Leute, aber wenn das so weitergeht, dann haben wir alle in den letzten Jahren umsonst Krombacher gesoffen. Es gab wirklich in diesem Jahr schon 200% mehr Rodungen als im Vorjahr. Jede Minute verschwindet Regenwald in der Größe von 3 Fußballfeldern. Das ist ja Wahnsinn, oder? Fragen Sie sich auch. Ich meine, wenn schon 3 Fußballfelder verschwinden müssen, warum dann im Regenwald? Warum nicht in Wolfsburg, Hoffenheim oder beim RB Leipzig?